Oh, ist das voll hier. Die wollen doch nicht etwa auch alle zur Messe. Da muss ich mich mit meinem Frauchen ja richtig durchboxen. Das kann ja lustig werden. Vorhin hat mir so ein frecher Teufel doch glatt in die Nase gebissen. Gemein. Na dann, auf ins Getümmel. Auf den Schreck brauche ich gleich erstmal was Nahrhaftes. Oh, Hundefutter. Gleich mal probieren. Du, sag mal, hast du auch was ganz Spezielles für kleine Hunde wie mich, damit ich groß und stark werde? Für den Joker wäre noch optimal unser Welpenfutter. Mit Frischfleisch drin, kein Getreide drin, damit er groß und stark wird. Und das wird er so die ersten 10, 12 Monate füttern. Und dann kann er natürlich aufs Erwachsenenfutter umsteigen. Na, das nenne ich mal großzügig. Gib dir mir doch gleich eine Probepackung für daheim mit. Na, das läuft ja wie am Schnürchen. Komm, Frauchen, dackeln wir mal weiter. Ich bin gespannt, was mich noch so erwartet. Das da schaut doch ganz toll aus. Hundespielzeug. Und damit willst du meinen Intelligenzquotienten testen? Hier habe ich ein super tolles Intelligenzspiel für dich. Da kannst du nämlich ganz toll alles raussuchen und rausschnüffeln. Und musst deinen Kopf anstrengen. Siehst du, das hast du schon verstanden. Man kann das natürlich auch noch schwieriger machen. Kann da was reinlegen, dann musst du was anderes tun. Musst du ausprobieren, wie du da hinkommst. Super machst du das. Okay, Test bestanden, dann kann ich ja die Hundeschule auslassen. Was meinst du, Frauchen? Wer will denn schon die Schulbank drücken? Außerdem bin ich ja eh so schlau. Was willst du mir da überhaupt noch beibringen? Oh, bei mir kann man lernen, dass Hundeschule ganz viel Spaß macht. Dass man ganz viele andere Hunde trifft und mit denen sausen kann. Bei mir kann man aber auch lernen, wie man im Alltag draußen verhalten muss. Regeln, die man einhalten muss, wie ich das lerne, wie das mein Besitzer lernt. Bei mir kann man lernen, dass ich nicht alles von der Straße fressen darf. Bei mir kann man lernen, dass man andere Hunde nicht anfallen darf. Bei mir kann man lernen, dass man andere Menschen respektieren muss, dass ich nicht einfach dahin rennen kann und da irgendwie rumschnüffeln. Okay, das mit der Schule überlege ich mir noch. Um aber auf dem roten Teppich zu landen, braucht's mehr. Charisma, Ausstrahlung und natürlich eine super Figur. Und die kriege ich auch noch. Wetten das? Oh, schaut mal, der lässt sich doch tatsächlich mit dem Kinderwagen durch die Gegend schaukeln. Was für ein Weichei. Wobei, so ein kleines Nickerchen wäre jetzt gar nicht schlecht bei all der Aufregung hier. Der da scheint das Passende für mich zu haben. Wir haben einen speziellen orthopädischen Schaum, der die Knochen und die Gelenke entlastet und dadurch einen besonderen Wohlfühlkomfort im Schlaf garantiert. Und das Highlight ist unser Überzug aus 900 Gramm starken bayerischen Loden. Reines Naturmaterial ist natürlich noch mal bequemer wie vieles andere an Kunstfasern. Boah, sowas bräuchte ich auch für daheim, für angenehme Hundeträume. Oh, es kommt noch besser. Urlaub mit Frauchen und Herrchen im Salzburger Land. Wer kann dazu schon Nein sagen? Was ist denn eigentlich bei euch für mich geboten? Wir haben eine große Hundewiese, wo du spielen kannst, schwimmen kannst, mit anderen rumtollen, wandern gehen kannst mit deinem Herrchen und Frauchen, alles was du willst. Ich muss schon sagen, diese Messe hier gibt ganz schön was her. Und Spaß kann man auch noch haben. Gell, Beppo? Klar, dass wir da im nächsten Jahr wiederkommen. Mal schauen, was es dann zu berichten gibt. Servus, Freunde.